Hallo, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe meiner Wahlgedanken. Ja, der Grund für diese Ausgabe der Wahlgedanken kam mir, als ich die Sendung von Radio Deutschland 1 am letzten Freitag hörte. Und in dieser Sendung wurde unter anderem darüber diskutiert, wie man Menschen in die Aktion bzw. zum Aufwachen bringen kann, damit sich etwas in diesem Land bewegt. Ich weiß, zu diesem Thema wurden schon viele Videos und Gespräche geführt und alle, die dieses Video hören, sind bereits durch dieses berühmte Tor geschritten in Bezug auf das Thema Aufwachen. Dennoch haben wir immer noch genügend, die das nicht getan haben, beziehungsweise vielleicht davor stehen und sich nicht trauen. Und mein Video soll eigentlich dabei helfen, Verständnis dafür aufzubringen, dass eben vielleicht manche Menschen diesen Schritt nicht wagen wollen oder können. Und das Video soll dazu dienen, dass wir, die bereits auf der anderen Seite des Tores stehen, gar nicht Rücksicht nehmen, aber zumindest vielleicht anders auf diese Leute zugehen, damit sie vielleicht dann entsprechend diesen Schritt wagen. Hintergrund war, dass vor über einer Woche jetzt ein Zusammenschluss von 27 patriotischen Gruppen erfolgt ist, um gemeinsam in Mönchengladbach auf die Straße zu gehen. Es waren ungefähr zwischen 700 bis 800 Teilnehmern. In dieser Diskussion kam dann das Thema auf, dass kritische Stimmen sagen, dass die Anzahl von 27 Gruppen zu gering gewesen sei, beziehungsweise die Anzahl der daraus entstandenen Teilnehmern zu gering war und somit enttäuschend war. Auch die Presse hat kaum darüber berichtet, wenn dann nur lokal, aber nicht jetzt bundesweit. Da kann man sich jetzt darüber streiten und jeder hat da seine eigene Meinung dazu. In der Diskussion kam dann noch das Thema auf, dass Demonstrationen auf der Straße nichts bringen. Da gibt es ja auch einige, die das so sehen und deshalb nur Zeit- und Geldverschwendung sind. Dann ging es weiter mit der Behauptung bzw. mit der Tatsache, dass Demonstrationen in der Regel von der Polizei sehr weiträumig abgeschirmt oder abgesperrt werden, sodass kein Außenstehender, in Klammern Schlafschafe, davon etwas mitbekommen, um sich selber einen Eindruck machen zu können. Teilweise werden Demonstrationsrouten genommen, die abseits des Mainstreams sind, damit es nicht auffällt. Und oder Versammlungsorte werden zugewiesen, damit niemand gestört wird, der das nicht hören soll. Des Weiteren kam dann in diesem Gespräch auf, dass man eigentlich das investierte Geld, um eben zu solchen Demonstrationen zu kommen, für diese Reisen eben sinnvoller hätte nutzen können. Wie zum Beispiel, dass man Flyer erstellt und druckt und diese dann in ganz Deutschland in Briefkästen einschmeißt und verteilt, um eben möglichst viele zu erreichen. Man hätte mit dem eingesammelten Geld Hunderttausende von Flyern drucken und somit mehr Menschen in ganz Deutschland erreichen können. Soweit zum Ausgangspunkt. Während ich dieser Diskussion so lauschte, sind mir dann folgende allgemeinen Fragen eingefallen. Bringen Demonstrationen, Kundgebungen im Jahr 2019 überhaupt noch was? Fragezeichen. Bringen Aufklärungsvideos auf YouTube oder sonstige Plattformen überhaupt noch was? Macht es Sinn, wenn man Artikel mit seinen Freunden, Bekannten oder Verwandten teilt? Macht es Sinn, mit Freunden, Bekannten oder Verwandten darüber zu reden? Oder ist eine Mischung aus allen in der heutigen Zeit notwendig, um Menschen, Klammern Schlafschafe, aufzuwecken? Dann habe ich mir überlegt, okay, wie bin ich denn damals in Anführungsstrichen aufgewacht? Gibt es ja verschiedene Stufen, um da, sagen wir mal, aufzuwachen. Dann habe ich da etwas länger nachgedacht und bin dann jetzt rückblickend darauf gekommen, dass eigentlich bei mir damals das Thema 9/11, also der 11. September 2001 war, aber nicht direkt an dem Tag selber, sondern erst ein paar Jahre später, als das Ganze schon etwas, ja,
verdaut war, in Anführungsstrichen, und sich die ersten Anzeichen eben dann machten, dass das eben nicht so war, wie das gerne uns präsentiert wird, und sich mittlerweile immer mehr herausstellt, dass da eben etwas anderes abgelaufen ist. Und über das Thema 9-11 bin ich dann auf das Thema Verschwörungstheorien, das Thema Nostradamus, okkulte Zeichen, Freimaurer-Thematik etc. gestoßen. Natürlich alles über YouTube, das ist schon über 10 Jahre her, gestoßen natürlich mit Videos, dann hat man sich da informiert und dort informiert. Damals war natürlich die Vielfalt noch nicht so groß wie heute, aber dann ist natürlich das Problem, dass man immer mitten im Alltag steht und dann immer wieder von diesen Alltagsgeschichten eingeholt wird und dann irgendwann mal dieser Aufwachprozess dann, warum auch immer, unterbrochen wird. Wenn man keine Mitstreiter hat, beziehungsweise findet, die da, sagen wir mal, die gleichen Interessen verfolgen. Damals gab es natürlich auch noch nicht diese Organisationen in Sachen Facebook-Gruppen und Truther-Kanäle, so wie heute, dass man sich da vernetzen kann. Wie gesagt, das ist alles jetzt, glaube ich, über 12 Jahre her. Das ist natürlich alles noch eine ganz andere Zeit gewesen damals. Da war YouTube und beziehungsweise Facebook ja erst am Wachsen. Da war von WhatsApp und Instagram noch nichts zu sehen großartig. Twitter kam da auch gerade erst auf. Und dann stelle ich mir jetzt die Frage, ob es mir damals geholfen hätte, wenn ich einen Flyer mit welchen Informationen auch immer in meinem Briefkasten gefunden hätte, um dann diesen Prozess, diesen Aufwachprozess zu starten. Hätte mich das damals unterstützt, beziehungsweise hätte mir das geholfen? Das ist die Frage, die ich mir jetzt rückblickend stelle. Ich muss natürlich dazu sagen, dass damals, vor 12, 13 Jahren, die politische Weltbühne eine ganz andere war und damals niemand in der BRD auf die Idee gekommen wäre, wahrscheinlich so etwas überhaupt zu machen. Weil damals gab es ja keine Veranlassung, also keine offensichtliche Veranlassung, wohlgemerkt. Man kann über das Thema denken, was man will, aber zumindest die Mehrheit hatte damals nicht im Ansatz daran gedacht, dass in diesem Lande wir irgendwann mal zu diesen Zuständen kommen, wo wir heute sind. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich persönlich so einen Flyer in meinem Briefkasten damals vor 12, 13 Jahren gefunden hätte, dann hätte ich ihn wahrscheinlich gelesen, aber hätte ihn wahrscheinlich gleich wieder entsorgt. Weil ich mir zu dem Zeitpunkt eben nicht vorstellen konnte, dass das eintritt. Oder es käme auf den Zeitpunkt an, wann mich dieser Flyer erreicht. Erreicht mich der Flyer an einem Hoch oder einem Tief meines Lebens? Deshalb spielt die Art und Weise, wie ich aufwache oder in die Aktion komme, keine Rolle, sondern der Zeitpunkt ist aus meiner Sicht entscheidend. Der Zeitpunkt, wann und welche Information mich in diesem Moment erreicht, die mich dazu bewegt, Dinge zu hinterfragen und dann aus Passivität in die Aktion überzugehen. Sprich, mich zu informieren. Na gut. Irgendwann mal bin ich wieder in diesen Aufwachprozess zurückgekehrt. Ich sage jetzt mal vor ungefähr 4 Jahren, nachdem eben die politische Lage sich in der BRD maßgeblich und eigentlich für jedermann sichtbar geändert hat und ich damals eben wissen wollte, ob es hierfür eine nachvollziehbare, logische Erklärung gibt, in der Hoffnung, dass man darauf Antworten findet, weil ein Mensch sucht ja immer nach Antworten, wenn er sich was nicht erklären kann. Das ist nun mal eigentlich der Trieb eines Menschen. Ich kann verstehen, dass für viele, die bereits in diesem Aufwachprozess drin sind und ihn schon seit Jahren betreiben, es nicht nachvollziehbar ist, wenn man auf Menschen stößt, beziehungsweise mit Menschen zu tun hat, die eben nicht diesen Prozess begleiten wollen oder können. Und da stößt man immer wieder vor Mauern, vor Unverständnis etc. Das macht einen persönlich mürbe und trotzdem darf man die Hoffnung nicht aufgeben. Ich stehe jetzt an dem Punkt, zwei Fragen mir zu stellen. Frage 1. Was unterscheidet eigentlich Menschen, die sich für einen Aufwachprozess entscheiden, von anderen herkömmlichen Menschen, die das noch nicht
tun oder nicht tun werden. Und zweitens, gibt es bestimmte Voraussetzungen, Rahmenbedingungen, die bestehen müssen, damit man überhaupt diesen Prozess beginnt, des Aufwachens. Meine Meinung dazu ist die, dass jeder Mensch erstmal grundsätzlich verschieden ist. Dann hat auch jeder einen unterschiedlichen Aufnahmeprozess von bestimmten Informationen oder Dingen allgemein, egal um was es geht. Der eine macht das nur im realen Leben, das, was ihn umgibt, und klammert das Virtuelle komplett aus. Und der andere macht das nur virtuell und klammert das Reale aus. Und ich behaupte jetzt mal, eigentlich müssten beide Personen am Ende des Tages auf dasselbe Ergebnis kommen, wenn das reale und das virtuelle Leben dasselbe Ergebnis widerspiegeln müssten. Natürlich ist mir bewusst, dass man das eine wie auch das andere bewusst oder unbewusst beeinflussen kann. Nur mal logisch gedacht, müssten beide am Ende des Tages auf dasselbe Ergebnis kommen und sich dieselbe Antwort geben, wenn beides richtig funktioniert. In Anführungsstrichen. Dann dachte ich mir, okay, aber warum haben wir dann trotzdem verschiedene Denkweisen als Menschen? Dann dachte ich mir, okay, am besten ist, man geht das ganze Thema Aufwachen vielleicht von einer anderen Seite ran, an einem abstrakten Beispiel, um vielleicht einen anderen Blick auf diese Sache zu bekommen. Beispiel? Ich möchte einen neuen Fernseher oder ein neues Bett oder ein neues Smartphone oder ein neues Auto kaufen. Und ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, dass 99% von uns werden sich zuerst darüber informieren, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Ist menschlich nachvollziehbar. Wer kauft schon die Katze im Sack? Und dann gibt es nach meiner Meinung nach drei Typen von Menschen. Es gibt Menschen, die gehen in verschiedene Geschäfte und informieren sich, kaufen dann. Es gibt Menschen, die gehen ins Internet und informieren sich und kaufen. Und es gibt Menschen, die gehen in verschiedene Geschäfte und dann ins Internet, um sich zu informieren, kaufen dann entweder real im Geschäft oder virtuell. Die Frage ist jetzt nur die, wann akzeptiert der Mensch die Informationen, die man ihm gibt, auf welchem Wege auch immer, um zu sagen, ja, jetzt kaufe ich. Ist es der Weg im realen Leben, Internet oder eine Mischung von beiden? Und dann die nächste Frage in diesem Zusammenhang. Warum glauben die meisten Menschen, dass die Dinge, die im Fernsehen zum Kauf gezeigt werden, Beispiel Teleshopping, nichts taugen? Und die Dinge, die im Internet oder in den Geschäften gezeigt werden, zum Beispiel bei Aldi oder Amazon, besser sind und was taugen. Und jetzt die Gegenfrage, warum ist es bei Nachrichten oder Meldungen, die man im Fernsehen sieht, genau andersherum? Also sprich, das, was im Fernsehen gezeigt wird, akzeptiere ich oder die meisten. Und das, was im Internet steht oder gezeigt wird, sei es jetzt Videos oder nicht, akzeptiere ich nicht. Woran könnte das liegen? Und die nächste Frage ist, wie gesagt, würde ein Flyer, den ich im Briefkasten finde, das eine oder das andere bewirken, sprich, ich akzeptiere den Flyer und sage, ja, so ist es, oder sage ich, nein, das, was auf dem Flyer steht, überprüfe ich im Internet oder im realen Leben, wie auch immer, und versuche dann zu verstehen, ob das, was da steht, richtig ist oder falsch ist. Das ist eine komplexe Sache. Ich bin auch kein Psychiater oder Professor, der jetzt hier versucht, Lösungen vorzuschlagen. Ich versuche einfach nur, mir selber bestimmte Fragen zu stellen und darauf Antworten zu finden. Diese Antworten muss aber jeder für sich selber suchen und finden. Es ist einfach schwierig, hier den Königsweg zu gehen,
Denn da spielen natürlich noch andere Faktoren mit hinein, wie zum Beispiel das Alter der Person und der Zugang zu verschiedenen Medienquellen. Aber trotzdem ist es wichtig zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Wege gibt, Menschen zu erreichen. Weil eben jeder Mensch anders tickt. Und deshalb stelle ich die nächste Behauptung auf, dass das Entscheidende, damit jemand überhaupt eine Entscheidung trifft, egal auf welchem Wege, ist aus meiner Sicht die, dass je näher und je tiefer die Entscheidung bzw. Auswirkung auf das persönliche, tägliche Leben hat, desto intensiver wird man sich darüber informieren. Beispiel: Wenn ich als Frau oft alleine unterwegs bin, dann werde ich Maßnahmen ergreifen, das Risiko für mich persönlich zu verringern. Das heißt, ich werde mich im Vorfeld darüber informieren, wie komme ich dahin, alleine oder zu zweit, wann fahre ich da, welche Möglichkeiten gibt es und so weiter und so fort. Sei es jetzt real oder sei es im Internet oder beides. Anderes Beispiel: Wenn ich Kinder habe und diese alleine unterwegs sind, dann werde ich auch wieder Maßnahmen ergreifen, um das Risiko für die Kinder und für mich zu verringern. Das heißt, ich werde mit den Kindern gemeinsam den Schulweg ablaufen oder abfahren, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind oder mit dem Bus. Ich werde schauen, wo müssen sie umsteigen, wo gibt es eine Kreuzung, wie ist da der Verkehr und so weiter und so fort. Also je näher diese Entscheidung in mein privates Umfeld, in meine Wohlfühlzone rückt, desto genauer werde ich darüber entscheiden, beziehungsweise mich informieren, damit ich eine Entscheidung treffe, die mich dann möglichst nicht mehr einholt, beziehungsweise das Risiko minimiert. Das betrifft auch das Auto, das betrifft den Fernseher, das betrifft das Smartphone, das betrifft das Haus, die Wohnung, wie auch immer. Daraus folgt aus meiner Sicht, dass die Leute, die solche Entscheidungen treffen, die haben die Gefahr als solches erkannt, sei es jetzt für das Leben, für sich selber oder für die Kinder oder auch eine finanzielle Entscheidung, kann ja auch eine Gefahr sein, wenn das schief geht, in Anführungsstrichen. Die haben die Gefahr erkannt, sind aufgewacht in dem Moment und versuchen diese jetzt mit Informationen zu bekämpfen bzw. abzustellen, weil sie selber das in der Hand haben, um zu entscheiden, inwieweit sie dieser Gefahr entgegentreten bzw. sie dann abstellen. Durch Informationen sammeln, sei es real oder virtuell oder auf beiden Wegen. Ich bin der Meinung, dass je weiter weg die Gefahr ist, desto weniger werde ich mich über die Hintergründe informieren, egal auf welchem Wege. Beispiel: Ich wohne in Berlin und in Köln passiert etwas. Da wird eine Frau angegriffen, da werden Kinder angegriffen, wie auch immer. Je weiter dieses Thema weg ist, desto weniger werde ich mich persönlich darüber informieren, was da passiert ist, beziehungsweise werde Maßnahmen ergreifen, damit es mir selber nicht so ergeht. Ich stelle jetzt diese These einfach mal in den Raum, weil sie sagen, ja, das habe ich ja sowieso nicht in der Hand, beziehungsweise werden kurz im Kopf überprüfen, ob die Entscheidung, die sie für sich selber beziehungsweise für das Kind getroffen haben, ob die noch funktioniert. Und wenn sie sagen, ja, das läuft alles gut, dann werden sie nichts ändern, weil sie sagen, ich habe ja mein Möglichstes getan. Wenn die anderen nichts getan haben oder tun, dann kann ich A, nichts dafür und B, kann ich auch nichts machen. Und deshalb bin ich überzeugt, dass viele Menschen bereits in einer gewissen Form aufgewacht sind, um zu erkennen, dass sich in der BRD etwas ändern muss. Aber es dann sofort ausblenden und sich sagen, dass sie es selber nicht ändern können. Außerdem ist die Notwendigkeit nicht da, da es mich selber in meinem Umfeld ja nicht weiter betrifft. Da ich ja bereits alles dafür getan habe, dass es mich nicht mehr betreffen kann. Sprich Vorsorge treffen.
Des Weiteren haben diese Menschen die Gefahr erkannt, dass wenn sie öffentlich Gesicht zeigen, egal in welcher Form, auf die Straße gehen zum Beispiel, dass sie dann wiederum vom Umfeld bekämpft und stigmatisiert werden. Dann greift der Punkt, den ich vorher versucht habe zu beschreiben. Und zwar, dass dann diese Gefahr der Stigmatisierung wieder in ihr persönliches Umfeld kommt, sprich Bekannte, Verwandte, Familie, Beruf, Kinder, und sie dann eben wieder vor der Entscheidung stehen, was kann ich persönlich tun, damit diese Gefahr nicht in mein näheres Umfeld kommt. Sprich, sie tun nichts. Das heißt, sie bleiben daheim, beziehungsweise gehen nicht auf die Straße, beziehungsweise äußern sich nicht zu gewissen Themen und bleiben eben still. Weil sie wissen, was die Gefahr ist. Und das Ausblenden der Gefahr, beziehungsweise das Nichtstun, ist aus meiner Sicht völlig legitim und menschlich nachvollziehbar. Dass sich ein normal denkender Mensch niemals freiwillig in Gefahr begibt. Und wenn es nur die soziale Ächtung der Gesellschaft ist, das hört sich jetzt etwas übertrieben an, mit soziale Ächtung meine ich eben das Umfeld, Freunde, Bekannte, Verwandte, Beruf und so weiter, dass man dann stigmatisiert wird und eine Ecke gedrängt wird, die man ja selber gar nicht will, aber wenn man diesen Schritt wagt, dann eben in diese Gefahr hineinläuft. Und soziale Ächtung können Menschen langfristig wirklich schädigen, also sprich jetzt nicht nur finanziell, sondern auch psychisch. Nicht jeder ist vielleicht mit einem starken Rückgrat ausgestattet und sagt sich, ist mir egal, ich mach weiter, weil ich weiß, für was ich das tue, sondern die fallen vielleicht in eine Art, ja, wie soll ich sagen, in eine Art Loch, kommen dann alleine nicht mehr raus. Zusammenfassend sage ich, es gibt keinen Königsweg, Menschen zum Aufwachen zu bewegen. Aus meiner Sicht hat jede Art und Weise, Menschen zum Aufwachen zu bewegen, seinen Sinn und seine Berechtigung. Man muss Hilfsmittel wie Demonstrationen, Kundgebungen, Videos, Flyers etc. in allen Varianten anbieten und den Menschen zur Verfügung stellen, sprich Meinungsfreiheit, Schrägstrich Pressefreiheit. Den entscheidenden Schritt durch das Aufwachtor durchzugehen, muss aber jeder für sich selber machen und treffen. Da kann niemand helfen, beziehungsweise darf jemand dazu gezwungen werden. Auch die Entscheidung, wie weit man dann nach diesem Tor weitergeht, um noch mehr aufzuwachen, muss auch wieder jeder für sich selber festlegen. Denn die Wahrheit, die man vielleicht dadurch erfährt, in Anführungsstrichen, kann das persönliche gesamte Weltbild ins Wanken bringen oder sogar zerstören. Unbewusst Ängste auslösen, die man vielleicht vorher nicht kannte bzw. nicht wollte. Instabile Menschen können dadurch psychisch belastet werden und sich komplett von der Welt abschotten bzw. im schlimmsten Fall radikalisieren, was ja eigentlich nicht das Ziel eines Aufwachprozesses sein sollte. Man soll ja dann eigentlich mit Vernunft an die Sache rangehen und nicht dann extrem ausarten. Wir, die sich als sogenannte Aufgewachte betiteln, können nur versuchen, Geduld aufzubringen, auch wenn es schwer fällt, und versuchen, die Personen, die vielleicht aufwachen wollen, aber sie nicht trauen, dabei zu unterstützen, in einem normalen und netten Ton ohne Druck auszuüben. Ich persönlich kann verstehen, wenn eine 80-jährige, 90-jährige Großmutter nicht mehr daran interessiert ist, aufzuwachen bzw. ihr Weltbild auf die alten Tage so zu verändern, dass sie vielleicht noch dann selber irgendwelche gesundheitlichen Probleme bekommt. Und dieses Verständnis muss man jedem oder sollte man jedem gegenüberbringen, auch wenn es noch so schwer fällt. Irgendwann wird auch der Letzte aufwachen, auch wenn es dann vielleicht schon zu spät ist, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. So viel jetzt zu diesem Thema von meiner Seite. Vielleicht habt ihr andere Gedanken.
oder habt eine ähnliche Erfahrung gemacht? Würde mich interessieren, positiv wie auch negativ, in Bezug auf das Thema Aufwachen. Und schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr wollt. Ja, und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.